Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und heute habe ich mir immer gedacht, ja, immer halt hier ist vielleicht ein bisschen Fahrt für alle. Und ich habe es immer mal wieder gehört, macht doch mal wieder niedrige Tiers und sonstiges. Dann dachte ich mir, gut, heute schließt du dich dem Ruf der Community einfach mal an und machst mal wieder was Niedriges. Und daher heute mal hier ein Low-Tier-Gefecht. Also er ist Tier 5. Low-Tier, da Tier 7 Runde. Ansonsten ist eher gesehen mit Tier. Und ja, durchaus mal interessant, glaube ich, das jetzt mal zu sehen. Er hat auf einfach jedes mögliche Gegner-Vehikel schon aufgemacht, das es sozusagen da gibt. Also ein wahnsinnig fleißiges Bienchen. Und das ist jetzt natürlich die Kunst, hier jetzt agil vorne zu fahren und zu bleiben. Die Gegner möglichst offen zu halten und eben nicht der zu sein, der dann jetzt da drauf geht. Drei Kringel hat er auf der Kanone, das ist auf jeden Fall schon mal ein äußerst gutes Zeichen. Da kommt ein Type 64 an. Da wollte ich gerade sagen, den sollte er gleich mal wegmachen. Aber war schon erledigt und 2000 Spotting hat er mittlerweile schon. Das arme Haus muss da auch noch dran glauben. Der T50, der hat sich da nach vorne gearbeitet. Der bekommt jetzt auch ein bisschen sein Fett weg. Ist jetzt auch down. So, 2500 Schaden schon noch Aufklärung. Da gab es jetzt richtig schöne Aufklärung auf den Tiger 1, 800 und ein bisschen mehr noch sogar. So, und jetzt wird er langsam aggressiver, merkt so, okay, das Gegnerteam ist schon deutlich geschwächt, 8:3 steht's. Drei Artis noch am Start, unfassbar viele. Tiger ist nun weg. Jetzt gibt es natürlich dann noch den E25. Klar, die Gegner-Artis sind auf ihn natürlich auch ein bisschen eingeschossen. Also da jetzt Obacht und nicht Vollgas drauf, dann passt auch das. Unten in seiner Basis, beziehungsweise vom Süden her, da taucht jetzt der T-85 auf. Jetzt hat er da in der Mitte auch den E-25. Jetzt ist nur noch eigentlich hier oben der Crusader zuletzt gewesen. Und ansonsten drei Artis. Das heißt, das kann er sich jetzt mal langsam sozusagen gönnen, dass er hier ein bisschen aggressiver noch drauf geht. Jetzt geht er erstmal für den Crusader. So, jetzt Crusader hat er so gut wie erledigt. Da ist es auch passiert. Die Grille. Von vorne noch die Su. Da ist die Su auch schon. Man sollte sich unbedingt mit dem Chaffee rammen. Der ist jetzt auch nicht so die Rammmaschine. Gibt ja auch die Art-Mission, wo man drei Artis killen muss. Aber in dem Fall nicht. Das wäre natürlich ideal. Aber jetzt hat er sich den dritten Kill gegönnt. 3900 aufgeklärt, 753 Damage gemacht. Und jetzt nur noch der E25 am Start. Natürlich auch seine drei Artis wollen jetzt hier möglichst den letzten Kill noch machen. Jeder geiert jetzt auf diesen letzten E25 Kill eine 14 oder wahrscheinlich eher 15 Vierrunde. Die ist natürlich wahnsinnig gut für ihn und sein Team gelaufen. Nach nicht mal 5 Minuten ist alles hier schon erledigt. Aber auch solche Runden muss es geben. Und ich wollte hier einfach mal wieder ein bisschen was mit Aufklärung zeigen und laut hier. Und ich glaube, da hat er natürlich alles richtig gemacht. So, und jetzt geht es dem E25 da an die Wäsche. Auto-M hat er drin. Den kann er rammen. Macht es da auch. Und
wie immer. Die Artis hauen natürlich auch noch rein und wurde hier ordentlich von seiner Arti weggemacht. Aber shit egal, knapp 1000 Damage gemacht und knapp 4000 unterstützt. Eine schöne Runde mit dem Chaffee, einem Panzer, den man selten hier auf dem Kanal gesehen hat. Und das haben wir heute geändert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Aikaramba.